Das hasse ich an solchen Spielen, da kann man nicht schnell speichern machen. Sie verloren. Stirb. Mist, jetzt müssen wir die alle so töten. Ich wollte jetzt eigentlich wenigstens zwei oder so. Oh. Ja, das war ja gut. Na gut, dann versuchen wir mal die anderen jetzt noch leiser auszuschalten, weil... Huch, das andere hat ja scheinbar nicht funktioniert. Hallo? Vorsicht. So, jetzt sind wir wieder im Sperrgebiet, glaube ich. So, dann lad mal deine Knifte nach. Das ist immer so ganz praktisch, wenn man die hat. Aber ich glaube, das wissen die meisten. Ups, nein, hier ist niemand. So, wenn das jetzt der Einzige ist, dann können wir den noch um eine Ecke ganz schnell bringen. Ich verliere sie. Nein, du verlierst sie nicht. Stopp! Was, wie, wo? Jetzt holen wir uns hier einen nach den anderen. Sie wird fliehen! Wird sie nicht. Wo ist sie hin? So. Jetzt sind, glaube ich, noch zwei Stück über. Die machen wir so fertig. Hallo. Na, komm her. Stirb. Stirb mit Ö. Die Verfolger in 3 Minuten eliminieren. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, wir müssen hier aufs Schiff drauf. Aufs Schiffwrack. Fallen lassen. Ja, oder... Lass es. Ich möchte doch nicht dahin. Mann. Mist, wir hätten doch darunter. Den Brief aus der Kiste plündern. Manchmal ist echt schwer. Hallo? Kommen wir da anders rein? Ich möchte da rein. Ah, geht doch. So, plündern mit B. Gedrückt halten. So, Geld 200. War es jetzt überhaupt das, was wir machen mussten? Mein getreuer Gehilfe. Ja, muss man. Der Tag der heiligen Zeremonie nähert sich. Nur wünschte ich mir mehr Männer, die sich uns anschließen. Versammle die Gläubigen und warte auf meinen Befehl. So, ein treuer Gehilfe, Sequenz 2. Volle Synchronisation. Mensch, das hat ja gut geklappt. So, ich glaube, wegen Alligatoren und so müssen wir jetzt hier mal ein Boot... Hallo? Interagieren. So, die Steuerung, der bin ich ja jetzt schon mächtig. Der etwas schwammigen Steuerung. Ich hoffe nicht, dass man die wie bei Minecraft kaputt machen kann. So, schaffen wir es da drüber? Nee, schaffen wir natürlich nicht. Ich dachte, da können wir jetzt mal so ganz gemächlich drüber springen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir hier rum. Wer ist denn das da drüben? Ich weiß nicht, was das für Typen da überall sind. So, einmal kurz angedockt. Und weiter geht's. Ich glaube, wir hätten noch eigentlich gar nicht mit dem Kanu schwimmen, oder? Hätten wir? Ah doch, ich mache es lieber. Weil so wie ich mich kenne, verlaufe ich mich wieder. Ist ja ganz typisch für mich. Okay, hat sich doch gelohnt, das Kanu zu benutzen. Huha, die Steuerung ist auf jeden Fall ein bisschen... Erstens ist sie träge und manchmal ein bisschen zu übertrieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nur eine ganz kleine Kurve nehmen will und da dann nach links drücke, dann braucht das erstmal ewig, bis das reagiert. Und wenn, dann ist es auf jeden Fall sehr schwammig, sag ich mal. So, dann strande ich hier jetzt einfach mal. Kanu verlassen. Nein, nein, spring. Puh. So, müssen wir jetzt hin? Da vorne müssen wir jetzt hin. Zu unserer... Wie hieß die nochmal? Du bist noch heil, wie ich sehe. Was hast du gefunden? Einen Brief von dem Feigling Macondal. Er bereitet eine Zeremonie. Voodoo? Ja, doch zu welchem Zweck? Macht. Welchen anderen Zweck gibt es? Gib vor, dass die Geister mit dir sind. Besonders die gefährlichen.
Und das Volk glaubt fast alles, was du sagst. Das ist die wahre Magie. So, der will jetzt irgendwie eine... Elise, wusste ich doch irgendwie. Ich wollte nur nicht reinquatschen, als sie da geredet hat. So, die wollen jetzt irgendeine Zeremonie machen. Da entlang. Kommt nur die Frage, was? Kommt nur die Frage, wo? Ich kenne diese Männer. Es sind entflohene Sklaven, angeheuert in Saint-Danger. Der Hüttenstadt? Oui. Obwohl sie dem Namen kaum gerecht wird. Ein elendes, überfülltes Nest. Die Männer in eurem Lager? Sie kamen aus Saint-Danger? Oui. Roussillon war nicht glücklich, als ich sie anheuerte. Aber er hat sich daran gewöhnt. Bitte, tu ihnen nichts. Das versteht sich von selbst. Na dann, viel Glück. Geh, ich bin in meinem Geschäft, falls du mich brauchst. Jetzt müssen wir denen da scheinbar folgen. Und die da vorne, wo sind die hin? Sind ja ganz schön schnell unterwegs. Die dürfen wir jetzt scheinbar nicht töten. So. Den Gehilfen in ein ruhiges Gebiet verfolgen. Ich glaube, dann darf ich die da wieder ablauschen. So, ich hoffe, dass sie mich hier oben nicht sehen. Nein, geh hoch. Rüberspringen, rüberspringen. Rüberspringen, rüberspringen. Mist. So, spring da rein. So, da muss ich jetzt, glaube ich, durchs Gebälk. Und da vorne muss ich jetzt, glaube ich, in das Dings reinlaufen wieder. Warnung, Sperrgebiet. So, Ihmchen guckt gerade nach vorne und dreht natürlich jetzt da um. Huch, warum ruckelt denn das jetzt gerade so? Wie jetzt? Mist. Oh, ich glaube, da gerade bei Outer City in der Kurve hat man die Vibration des Controllers gespürt. Oder gesehen. Sichtbar gemacht. Na, dann wollen wir mal... Ach, hier hätten wir eigentlich lang gemusst. Das ist ja praktisch, dass sie uns hier gleich drauf führen. So, diesmal dürfen wir das Ziel nicht verlieren. So, bleibt er da jetzt? Hallo. Nein, hier im Dschungel ist niemand, der dich ablauscht. Ich frage mich, warum die so ein Misstrauen haben. Obwohl es ja eigentlich dämlich ist, dass denen wer im Dschungel verfolgt. So, ich glaube, jetzt geht er weiter. Ich hoffe nur, dass da vorne, wo er jetzt steht, dass da so ein Versteckgras ist. Hallo? So, darf ich den jetzt abmorksen? Er sieht mich jetzt tatsächlich nicht. Im Moment sieht mich hier gerade gar keiner. Ist ja echt witzig. Den Gehilfen töten, ich darf den tatsächlich töten. So, da denn. Du machst gut. Jetzt müssen wir hier die Kiste plündern. Das Gute ist, wir sind hier nicht im Sperrgebiet, also die können wir nicht anhaben. Meine Gehilfe, die Vorbereitungen sind beendet. Unsere Zeremonie wird in der Johannisnacht stattfinden. Versammle meine Anhänger. Wollen wir mal weiter gucken? Jetzt müssen wir nach da vorne. 170 Meter. Zum Versteck der Schmuggler zurückkehren. Das müsste jetzt... Ah ja, das müsste genau das vom Anfang sein da. So, springen wir hier mal wieder ganz taktisch rüber. Das wünsche ich mir auch ein bisschen, dass ich das so könnte mit dem Parcours. So, was? Bleibt sie erstmal im Spinnennetz hängen? Na los. Sah aber gerade komisch aus. Flachkörper erstmal gemacht. So, 42 Meter. In 100 Metern rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Interagieren. Er hat Eier aus Stahl. Und nun? Wo ist Elise? Meine Gesellschaft reicht dir nicht? Oh, das schmerzt. Oh. Sag, was hast du gefunden? Du kannst mir ebenso vertrauen wie der Lady. Ich schwör's. Ich brauche jetzt keine Vertrauten, sondern Informanten. Macondal wird in dieser Johannisnacht eine Zeremonie abhalten. Doch ich weiß nicht, wo.
Ich weiß, wer helfen kann. Und dafür kannst du mir auch helfen. Es gibt einen einen Medizinmann in Saint-Danger. Die Augen und Ohren des Bayou. Ich schickte Elise zu ihm mit Vorräten. Doch sie vergaß dies. Es ist so schwer, heutzutage ehrliche Kriminelle zu finden. Gib ihm das, gewinne sein Vertrauen und die Geheimnisse des Bayou gehören dir. Vielen Dank. Apropos, komm zurück, wenn's erledigt ist. Ich habe einige Aufgaben, die einer Frau deines Kalibers bedürfen. Und etwas Arbeit auch. Niemand außer dem Gehilfen töten, weil jetzt die volle Synchronisation, das ist ja schön. Haben wir hier mal eine Map eigentlich? Huch, was war das jetzt? War das die falsche Taste? Datenbank, Inventar, Optionen, Spiel verlassen, Spiel fortsetzen. Ich glaube, dann müsste das gerade der Speicherpunkt gewesen sein. Zumindest hoffe ich das. Denn mache ich jetzt mal ein ganz schnelles Aufnahmepäuschen. Dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Zumindest hoffe ich, dass ihr dann wieder zuschaut. Aber bis jetzt kam ja Assassin's Creed eigentlich relativ gut an, denke ich mal. Und als nächstes werden wir dann zu Elise hauen. Und da dann ein wenig aushelfen oder bestechen oder wie auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tüdeli tüdeli tü. So, Spiel verlassen. Wirklich beenden, nicht gespeichert, Fortschritt geht verloren. Natürlich wollen wir das. Gucken wir jetzt mal ganz schnell noch gemeinsam, ob das gerade gespeichert hat. Wo sind wir denn hier gerade? Weiß ich gar nicht, ob man das hier so genau sieht. Story-Modus Seppenhut. Der Bayou. Warte mal, wie spät ist denn das gerade? Ich muss mal kurz gucken. Es ist genau... Naja, 100% passt es nicht. Eine Minute ist Unterschied, aber das müsste, denke ich mal, passen. Oh, eine Stunde 17 und 16 Sekunden haben wir schon gespielt. Nee, das kann gar nicht hinhauen. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage bis dahin, tschüssi.